ist es, den Schülern zu einem besseren Menschen zu machen. Genau so ist es, ja. Humanismus bedeutet ja nicht nur, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist. Humanismus ist mit Sicherheit ein bisschen mehr. Das Mehr, was der Humanismus verspricht, ist ein Interesse für die Welt. Ein Interesse, Zusammenhänge und Hintergründe zu verstehen und sich selbst in diesen Zusammenhängen zu begreifen. Gnoti Sauton. Die griechisch-lateinische Kultur ist prägend für die abendländische Kultur. Die bloße Kenntnisnahme und Verklärung der antiken Kultur als höchste Kultur ist dabei ein Missverständnis. Eine Sklavengesellschaft kann für eine moderne Demokratie kein Vorbild sein. Der Humanist kann aber durch die Rückbesinnung auf die Wurzeln der Kultur die Entwicklungen, die zur gegenwärtigen Gesellschaft geführt haben, nachvollziehen und hinterfragen. Die Kulturgeschichte ist hier nicht als bloße Verfallsgeschichte zu betrachten. Sie ist ein dynamischer Prozess. Musen. Die Töchter der Göttin der Erinnerung formen unser Selbst. In der Antike war es aufgrund des Prinzips der Sklaverei ein Privileg der Oberschicht, Kultur auszuüben. Im Mittelalter sollte die Ausübung der Künste zu höherer Geisteshaltung führen. Demokratie und Zugang zur Bildung sind nötig, um das humanistische Ideal umsetzen zu können. Jeder sollte die Möglichkeit haben, sich mit musischen Bereichen zu beschäftigen. Das ist eine Forderung, nicht die Realität. So entstehen Abgrenzungen in der Gesellschaft. Diese sozialen Differenzen prägen das Selbstbewusstsein privilegierter Gruppen, blenden aber gleichzeitig das Fremde der Gegenwart aus. Damit bleibt Humanismus auf der Strecke. Der aber findet seine Nische in der Kunst. In modernen Weisen wird das Fremde vergegenwärtigt. Nachdenken über etwas, sich Zeit lassen, etwas zu lösen, nicht gleich die erste Antwort zu nehmen, die vielleicht den schnellsten Nutzen bringt, sondern sich frei zu machen, das ist, glaube ich, etwas, was mit dem humanistischen Bildungsideal sehr zu tun hat. Und wenn ich sage, sich Zeit lassen, die Fragen zu beantworten, dann heißt das auch, sich Zeit lassen im Umgang mit dem Menschen, damit sich etwas entwickeln kann. Das Zweckfreie ist weniger repräsentativer Überfluss als vielmehr die Freiheit zur Begegnung mit anderen Welten. Anderes, Fremdes kennenzulernen, setzt diese Freiheit voraus. Und im Kennenlernen des Unbekannten verwirklicht man eine alte Maxime. Gnoti Sauton, erkenne dich selbst. Sokrates definiert Unterricht als, das griechische Wort ist synousia, als Zusammensein, das heißt als ein gegenseitiges Entwickeln von Fragen und Antworten und Wachsen an diesen Gegenständen. Das heißt, für die Schülerinnen und Schüler, hinterfragt, stellt Fragen, was ist der tiefere Grund, warum etwas so gemacht wird und nicht anders? Thank you.
humanistischen Gedanken des Gesprächs widerspricht die Architektur des Schulgebäudes. Die Statuen der Musen suchen allein, in sich versunken, die Bildung, anstatt im Gespräch miteinander. Die Uhr an der Fassade symbolisiert die strikte Organisation unseres Lebens, die für Nutzen und Zweckerfüllung steht. Auch zu anderen Zeiten bezeichnete sich die Schule als humanistisch. Doch war der Unterricht im Vergleich zur Gegenwart ein gänzlich anderer. Ihm lag ein anderes, autoritäres Verständnis zugrunde. Das Lehren war frontal, kein Gespräch. Schüler hatten nicht zu fragen, sondern zu antworten. Diese Form bestimmte auch das Verständnis der musischen Künste. Sie wurden gepflegt, sollten die Persönlichkeit bilden, waren aber nur die Inszenierung eines Ideals. Sie war trainiert, nicht verstehend erworben. Unterricht war starr. Fremdsprachen wurden durch stures Auswendiglernen von Grammatik und Vokabeln erworben. Kulturelle Inhalte dieser Sprachen blieben aber fremd. Selbst Englisch wurde mit den analytischen Methoden des Latein- und Altgriechischunterrichts gelehrt. Mit anderen Worten, Sprachen wurden seziert, nicht gesprochen. Ziel des gegenwärtigen Unterrichts ist die Begegnung mit dem Fremden. Das Fremde verunsichert, provoziert aber auch Neugierde. Dass die Neugierde stärker sein kann als die Angst. Dafür schafft Bildung die Voraussetzung. Bildung ist eine Erfahrung des Spiels. Im Spiel haben wir die Freiheit, uns mit Unbekanntem, mit Konflikten, Ängsten und Gefühlen auseinanderzusetzen. Leidenschaften, die keine Grenzen kennen, sind im täglichen Leben ungewöhnlich und riskant. Im Spiel aber können wir ihnen ohne Angst begegnen. Es sind die Musen, die Töchter der Erinnerung, die uns erlauben, das Fremde zu erblicken, ohne der Angst vor ihm in den Bann zu fallen. Die Musen sind es, die uns immer daran erinnern, dass das Fremde auch das eigene ist. Diese Freiheit zur Selbsterkenntnis ist es, die wir Humanismus nennen.